Hey ho! Leute, wir machen einen. Oder ich mache einen Herzfelder Braumeistertopf. Oder auch ganz einfach ein Geusttopf. Ja, und dazu verwende ich hier diese Grillmarinade von Royal Spice. Heißt zwar Holzfäller, aber das soll uns jetzt nicht stören. Gehen wir rüber, legen wir los. Heute wird das Fleisch eingelegt. Also hier und hier. Und morgen dann geht es dann mit den Schnippelarbeiten weiter. Und ja, dann draußen in der Grillkota. Ich krieg morgen Besuch. Morgen ist der große Tag, wo der Wipin endlich zum Laufen kommt. Hoffe ich zumindest. Und ja, der Besuch will verköstigt werden. Also, rüber, Fleisch einlegen, Zutatenübersicht und morgen dann in der Grillkota. Genau, so machen wir das. Ist ein Plan. Oder? Somit sind wir schon bei der kleinen, großen Übersicht dieses Mal angekommen. Wir haben 600 Gramm Bauchscheiben, müssen wir noch die Knorpel rausschnippeln. Und dann wird es klein geschnippelt, kommt dann gleich da rein. 500 Gramm Schweineschinkengulasch schneide ich auch noch ein bisschen kleiner. Und 500 Gramm Rindfleischgulasch schneide ich auch noch ein bisschen kleiner. Ja, dann habe ich hier Cavanossis. Moment, ich hole mal einen Korb. So, dann kann ich nämlich morgen das Zeug alles, ja, aus dem Korb dann einfach rausholen. Der kommt dann in den kühlen Nebenraum. Gut, also wir haben nochmal zwei Päckchen mit Cavanossis, einmal Paprika, einmal Classic. Die werden morgen klein geschnibbelt. Dann haben wir Böhnchen. Die werden bloß die Spitzen gekappt und einmal in der Hälfte durchgeschnitten. Dann haben wir die Frühlingszwiebeln, zwei bunt, die ja, werden auch morgen geschnibbelt. Dann haben wir Champignons, werden natürlich auch morgen geschnibbelt. Wie oft sage ich das jetzt noch? Knoblauch, Kartoffeln und Zwiebeln. Ja, so 2, 3, 4, 10 Knoblauch. 3, 4, 5 Kartoffeln und 2 schöne Zwiebeln. Wird natürlich morgen geschnippelt. Und dann habe ich gerade eben draußen im Kühlschrank noch so ein Pack Suppengrün gefunden. Pastinake oder wie das Ding da unten heißt. Sellerie, Möhrchen und noch ein Lauch. Den oder das schneide ich auch noch alles mit rein, bevor uns das Zeug schlecht wird. Ja, hier haben wir jetzt 80 Gramm, 85 Gramm von der Gewürzmischung von der Grillmarinade Holzfäller raus und da brauchen wir jetzt ca. 250 Milliliter. Die sagen ein dunkles Bier, aber ein Gors ist ein dunkles Bier. Ein Kirsch und ein Cola. Gutes. Leute, das ist gut. Das kann bloß lecker werden. Und ich mache mir jetzt wirklich die Arbeit und schneide das ganze Gulasch noch ein klein bisschen kleiner. Wie gesagt, das mache ich mit dem Schinkengulasch und dem Schwein und dem Rindergulasch. Und dann kommt das alles da rein. Danach noch
dem Bauch. Der ersetzt uns hiermit komplett den Bacon. Bacon wäre ja dann schon fertig geräuchert. Und der ist komplett naturbelassen. Kommt dann auch mit da rein. Und das bereite ich jetzt alles vor und zeige euch dann die Schüssel. Schluckdiwupp. Haben wir jetzt Schweinebauch, Schinkengulasch, Rindergulasch. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher nicht verwechselt hatte. Schwein und Rind, aber spielt ja keine Rolle. Jetzt mischen wir das noch einmal schön durch. Und dann darf das nämlich über Nacht bis morgen späterer Vormittag, ja, kurz vor Mittag, durchmarinieren. Da riecht es gut. Also ich glaube, da hat Roy Spice wieder ein sehr leckeres Gewürz rausgeworfen. Sehr geil. Und wenn man will, kann man das in der Schüssel zwischendurch nochmal durchschütteln. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich den ganzen Rest klein geschnippelt habe, draußen in der Grillkota. Bis morgen. Nein, für euch bis gleich. Tja, so ist es halt. So Freunde, hier sitze ich nun mit zwei Cams in der Hand. Einmal V-Pin-Video und einmal Grill- bzw. Topf-Video. In der Grillkota. Heute kommt der Besuch, der Bambi Plattfuß mit dem Sven vom Weepin Shop. Wir machen heute den Flipper soweit lauffähig, nicht fertig, lauffähig. Ja, und dann war es das erste Mal mit den V-Pin Videos, bis es da mal wieder weitergeht. Und ja, schaut doch das V-Pin Video an. Und die anderen, wo nur die V-Pins-Videos anschauen, schaut auch das Topf-Video an. Ja, okay Leute, die Cam aus, die Cam weiter. Weg ist sie. Ich habe hier schon alles soweit hergerichtet. Die ganzen Zutaten geschnippelt in den Pötten. Fleisch, Wurzelgemüse etc. pp. Da drüben ist dann unten die Kartoffeln. Was ist oben drin? Genau. Hä? Nee. Jetzt muss ich selber nachgucken. Die Champignons. Dann habe ich hier die Chorizo und den Lauch bzw. die Frühlingszwiebeln, was mit drin sind. Das Hinterste kommt ganz zuletzt und ja, ich habe es mir jetzt halt geordnet hingestellt und dann würde ich mal sagen, ich tue hier jetzt die Kohlen, ja, können wir ein bisschen weiter runter, die Kohlen so weit verteilen, dass man den Topfknecht, also das Gestell, unten reinstellen können, die anderen Kohlen schön auf die Seite, dass es hier drin nicht zu kalt wird und ja, dann fangen wir erst einmal an mit dem Fleisch anbrutzeln. So, wie das da drin raucht, ja, dann ist es gut. Ein bisschen steht der Topf jetzt schief, weil hinten einfach die Kohlen noch höher sind. Aber die brennen mit der Zeit runter. Und dann fangen wir mal mit unserem Fleisch hier an. Boah, Leute, das riecht mal richtig lecker geil. So, Besteck herrichten, Arbeitswerkzeug. Jetzt braten wir uns auf zwei Portionen schön an. Da steckt mal richtig Zunder heute dahinter.
Ein Wasser habe ich noch geholt. Hier. Und nochmal ein Glas, falls wir noch eine brauchen. Also wie gesagt, ich schmurge jetzt erstmal die zwei Portionen an, kommen dann hier rein und dann geht es auch schon weiter. So Leute, das ist die zweite Ladung. Der Besuch ist auch schon da, eine halbe Stunde früher als erwartet. Ja, normal wäre so, habe ich so ausgerechnet, dass ich nachher dann den Deckel drauf tue und dass wir dann loslegen können, aber naja, jetzt muss ich halt kurz warten. Aber die beiden sehen so hungrig aus, das machen sie wahrscheinlich gerne. Nächste Runde, Zwiebeln, Knoblauch, Bohnen, Möhrchen, Pastinake, ja, und das andere Teil, was da drin war. Tun wir jetzt auch kurz anschmorgeln. Und genau genommen können wir die Champignons auch gleich mit reinschmeißen. Na, seid ihr schon hungrig? Aber wie? Und du da hinten? Immer. Immer? Na, das hört sich doch gut an. Aber das halt immer gut eingeladen, oder? Wer kommt da alles? Ja. Das darf ruhig für morgen für uns daheim auch noch reichen. Und muss ja morgen wieder was machen. Ihr wisst, dass es später nochmal was gibt? Ja. Ja, ach, wisst ihr was, ich sage jetzt ganz einfach, das reicht. Machen wir unser Fleisch wieder drin. Ihr nennt schon mal das edle Gericht. Mexikanischer Feuertopf, oder? Nein, ein Herzfelder Braumeistertopf oder auch ganz einfach ein Gorstopf. Ein Gorstopf. So, der Rest muss für den Hals reichen. Gemüse, Kartoffeln, Fleisch. Dann können wir das Ganze noch mit dem Wasser aufkippen. Ja, passt da doch so viel rein. Ey, ist ein Topf für 12 Personen, ich weiß nicht, was der vorhat. Also ich sehe zwar so fett aus, als würde ich für 5 Personen essen, aber... Heute gibt es gerade umsonst fürs Kindle von... Wenn ihr jetzt über mich gelästert habt, krieg ich das alles dann beim Video bearbeiten mit? Ja, na. Wir haben nicht gelästert. So. Da musst du nur gewundert. Er hat bloß positiv gesprochen. Er hat gesagt, er sieht zwar dick aus, aber so viel kann er auch nicht essen. Jo, das sieht doch mal ganz gut aus, Leute. Wie gesagt, der Lauch und Frühlingszwiebeln und die, was war's, Chorizo? Nee, Cabanossi, die kommen am Schluss rein. Jetzt nehme ich den Topf aber nochmal runter, tue unten noch ein paar Kohlen auf die Seite. Nicht, dass uns das Zeug verkokelt. Jetzt haben wir es 12,43. 12.
Ja, so um 2:30 ist das Essen komplett fertig. Und so in der Stunde tun wir dann den Rest mit hinein. So, die Kohlen sollten auf alle Fälle jetzt reichen. Locker. Weil von der Seite kriegt er ja auch noch Hitze. Fuck, ist der schon wieder schwer. Und wen es interessiert, wie es jetzt weitergeht, na, der muss das V-Pin-Video angucken. Und genau, wir sehen uns spätestens in dem Video, wenn es mit dem Topf weitergeht. So Leute, mittlerweile haben wir es, ja, 2:04. Jetzt schauen wir da mal rein. Boah, das brodelt und brodelt und brodelt. Lass da mal den Deckel ein bisschen abtropfen lassen. Oh, und es ist nichts fest. Nichts festgesetzt. Das ist schon mal positiv. Dann probieren wir mal das Hösli gleich. Ein bisschen Gewürz kam noch ran. Machen wir dann gleich. Aber jetzt hauen wir erstmal. Was habe ich vorher gesagt? Cabanossi, glaube ich. Die Wurst mit rein. Das bisschen Porree und die Frühlingszwiebeln. Natto-Tüte geht auf. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen Wurst nachkippen. Und einen Schluck Wässerchen. Diesmal warte ich auch, bis ein bisschen auskühlt ist. Ja! Halt! Ich habe die Kartoffeln nicht probiert, ob die schon weich sind. Dann haben wir eine. Naja, dabei können wir den Deckel zumachen, bis jetzt die ein bisschen abkühlt. Boah! Wer hat das jetzt da reingeschmissen? Das warst du, oder? Nein, das warst du. Nein, das war ich nicht. Ich hab's auf Video. Da bin ich ja gespannt. Verdammte Axt. Das liegt das hier am Deckel fest. Also Papier-Dings, da sollte man da nicht reinschmeißen, weil das qualmt bloß fürchterlich. Du hast das hier am Deckel fest. Auf den Deckel reinzuholen. Also Kartoffeln brauchen noch einen kleinen Augenblick. Aber steht ja eh noch ein paar Minütchen jetzt da drauf. So, gebrodelt hat's. Passt soweit. Ja, Leute. Dann definitiv die nächste Szene, wenn wir am Essen bzw. am Probiererle sind. Und was jetzt die Kämpfe schief gestanden ist, ist mir wurscht. So, Leute. Ja, drei haben wir es ziemlich exakt in 8 Sekunden. Und wir nehmen den Pott hier runter. Oh, scheiße, Mann. Warum muss das Zeug immer so schwer sein? Oh. So. Sieht man's. Blöd zu greifen mit dem Handschuh. Jawohl. So muss das aussehen. Gut. Man reiche mir Teller. Man nimmt das ein Kessel Gutes. So ganz grob gesagt. Also keine Panik, ich lasse den Topf dann offen. Dankeschön. Einmal.
Und ihr stellt euch ja freiwillig zur Verfügung fürs Probierwelle jetzt gleich? Natürlich. Ich warte noch 2 Minuten. Sonst geht's mir wie beim Johnny, ich verbrenne mir die Fresse. Ach, das ist ganz normal. Es wäre jetzt schön, wenn ich meinen Teller auch noch kriegen würde. Bitte. Dankeschön. Ja, und dann rutschen wir mal hinüber und machen unser Probierle. So, Leute, und genau so muss das aussehen. Richtig lecker. Und jetzt probieren wir erst einmal. Jawohl. Machen wir mal rein in die hohle Birne. Heiß, heiß, heiß. Sehr heiß. Aber sehr lecker. Mhm. Geschmacklich hervorragend. Wenn man die Hitze weg ist, dann ist gut. Super geschmacklich. Sehr lecker. Man hat alles drin, was man will. Jo. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Diese leichte Biernote ist lecker. Jo, leichte Schärfe ist auch drin. Soll jetzt noch einer Schärfe haben wollen? Ich habe noch die 9 Chili Sinfonie da. Und ja, ich werde es jetzt essen. Die werden essen. Und ich hau mir dazu eine Kirschkross rein. Ganz genau. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich ja schon das Fazit gehabt. Also sehr lecker. Nach meiner Empfehlung zu 100%. Einen Daumen nach oben würde mich freuen. Schaut auch bei ihm da hinten einmal vorbei. Bambi Plattfuß. Ja, der hat halt doch ein paar Grillvideos und so hast du ja auch drin. Nur ein paar. Ja, so klitzekleine halt. Aber man kann ja mal vorbeigucken. Gut, das war's. Bis dann. Ciao.